Die Freiwillige Feuerwehr Batall hatte allen Grund zum Feiern. Beim zweitägigen Löschfest wurde die neue Drehleiter gesegnet und offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die bisher eingesetzte Drehleiter der Feuerwehr Batall ist in die Jahre gekommen. Nach 27 Jahren war es an der Zeit, diese gegen ein neues Modell einzutauschen. Der Hersteller, die Firma Iveco Magirus, baute dieses Fahrzeug in Ulm und in Graz auf. Die maximale Arbeitshöhe beträgt 32 Meter. Beim diesjährigen Löschfest wurde das neue Stützpunktfahrzeug erstmals im Rahmen eines Festaktes der Öffentlichkeit präsentiert. Groß das Interesse in der Bevölkerung für die Tätigkeit und die Gerätschaften der Feuerwehr ist, zeigte der große Besucheransturm an den beiden Tagen. Die freiwilligen Feuerwehren haben einen sehr hohen Stellenwert für die Sicherheit und das gesellschaftliche Leben in unserem Land. Ja, gerade Drehleitern haben einen besonderen Aufgabenbereich abzudecken bei uns im Feuerwehrwesen. Und zwar geht es hier ganz besonders um das Retten von Leben. Und gerade in den letzten Jahren haben wir das immer mehr gemerkt, dass diese Bereiche der Einsätze stark zunehmen. Das bedeutet, dass wir eine tolle Gerätschaft brauchen. Wir brauchen aber dazu auch die entsprechende Mannschaft. Und ich bin froh, dass unsere Feuerwehren hier toll ausgebildete Kameradinnen und Kameraden haben, die nicht nur einmal eine Ausbildung machen, sondern dann auch immer schauen, dass das Wissen aktuell bleibt, damit solche auch wertvollen Geräte klarerweise richtig und gut eingesetzt werden können und eingesetzt werden und damit Menschenleben retten. Für die Anschaffung dieses 650.000 Euro teuren Rettungsgerätes musste auch die Stadtgemeinde ihren Teil zur Finanzierung beitragen. Durch die Finanzierung vom Land Oberösterreich bzw. Landesfeuerwehrkommando wurden dankenswerterweise je 45% übernommen bzw. der Rest wurde von der Stadtgemeinde Batall bezahlt. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir in Batall mit unserer Infrastruktur, aber auch für die gesamte Region eine entsprechende Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr haben. Nicht nur zuletzt, weil sich viele Kameraden freiwillig zur Verfügung stellen, sondern auch zum Schutze und zur Sicherheit unserer Bevölkerung. Und daher freut es mich ganz besonders, dass wir heute diese Drehleiter der Bestimmung übergeben konnten, dass es aber im Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss für diese Investition von 650.000 Euro gegeben hat. Und das macht mich stolz, weil wir dadurch auch stark beweisen können, dass wir hinter unserer Feuerwehr stehen. Gut ausgebildete Feuerwehrkameraden und die entsprechend zeitgemäßen Gerätschaften
sind für erfolgreiche Rettungseinsätze eine Grundvoraussetzung. Modernes Gerät, zeitgemäßes Gerät ist sehr, sehr wichtig für die Erfüllung der Aufgaben. Vor allem die Anforderungen, die an eine Feuerwehr gestellt werden, haben sich im Laufe der Jahre wesentlich verändert. Rasche Hilfe, rasches Einschreiten, rasche Rettung von Menschen ist oberstes Gebot. Dazu braucht es modernstes Einsatzgerät und so eine Einsatzeinrichtung ist diese Drehleiter, die den modernsten Anforderungen entspricht. Und sie sind sehr, sehr wichtig, damit man auch wirklich rasch und effizient helfen kann. Für die Freiwillige Feuerwehr Bad Hall bedeutet die neue Drehleiter eine wesentliche technische Aufrüstung ihrer Gerätschaften. Unsere alte Drehleiter, die ist in der Zwischenzeit 27 Jahre, wird durch das Fahrzeug ersetzt. Fahrzeug von der neuesten oder aktuellen Technik, Stand der Technik einfach, 30 Meter der Drehleiternpark lang, Gelenkarm dabei und einen großen Arbeitskorb für 400 Kilo. Die nächste Investition steht den Bad Haller Floriani-Jüngern bereits ins Haus. Die Problematik ist einfach, wir haben insgesamt 7 Fahrzeuge und da ist immer wieder ein Fahrzeug dran, was austauscht werden muss. Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, ist das nächste einfach wieder dran. In dem Fall ist ein Löschfahrzeug, das was in der Zwischenzeit schon 34 Jahre alt ist. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, ist der Leitspruch der Feuerwehr. Um dieses Vorhaben auch in Zukunft bewältigen zu können, sind in Bad Hall Nachwuchsfeuerwehrleute jederzeit willkommen, auch bei der Jugendfeuerwehr. Wir machen das als freiwillig, ehrenamtlich und dergleichen und ist gerne jeder herzlich willkommen. Der, was Interesse hat, sollte bei uns vorbeischauen. Jeden Montag am Abend ist was los. Sagen wir, wir haben Schulungen, Unterweisungen und so weiter. Sollte vorbeikommen, sollte sich das einmal anschauen, reinschnuppern und ist herzlich willkommen. Beziehungsweise, wenn jemand in die Feuerwehrjugend möchte, von 10 bis 16 Jahren, ist auch gerne willkommen.